Überall, auf jedem Punkt muss man eine Entscheidung treffen. Aber das macht ein Maler sowieso. Man nimmt seinen Pinsel und setzt das auf den Leinwand. Man bewegt es oder man bewegt es nicht. Das ist Entscheidung. Das hier ist ja kein Bild. Das ist etwas im Arbeit. Das wird erst ein Bild, wenn es fertig ist. Und wenn es fertig wird, da habe ich keine Ahnung. Bei mir dauert es oft sehr, sehr lange. Das hier ist so, eben so ein Anfangsstadium. Das war vor einem Monat oder ein bisschen mehr angefangen. Und an einem Zeitpunkt und so während der monatelangen Arbeitszeit ist draußen alles grün. Ich hasse eigentlich grün, aber ich kann mir das nicht entziehen. Das ist mal so. Ich bin ein Augenmensch. Also natürlich sind alle Bildkünstler ein Augenmenschen, aber ich bin so altmodisch von der Umgebung abhängig. Also wenn alles grün wird, dann wird die Bilder grün. Das heißt, so ein Bild durchläuft die verschiedenen Jahreszeiten. Und das ist die Schichtung. Also Schichtung ist nicht nur die verschiedenen Schicht von Farbe, das sind Naturschichten. Aber das können wir später übermalen. Für Per Kirkeby ist das Malen ein physischer Vorgang. Es ist harte Arbeit. Die Bewegungen des Körpers und die des Pinsels stehen im Dialog. Bei seinen großformatigen Leinwänden setzt er seinen ganzen Körper ein, um die gewaltige Fläche zu beherrschen, zu strukturieren. Per Kirkeby lehrte als Professor für Malerei in Deutschland. Er ist durch zahlreiche große Ausstellungen in Europa und Amerika international bekannt. Mehrfach nimmt er teil an der Biennale von Venedig und der Documenta in Kassel. In seinem Atelier bei Kopenhagen arbeitet er an mehreren Bildern gleichzeitig. Manche lässt er monatelang stehen, verwirft dann Farben und Formen, um neue entstehen zu lassen. Er wischt weg, übermalt, verändert und weiß dabei, dass jedes Verlieren ein Weiterkommen bedeutet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie das Bild hier das überleben will. Wie lange irgendwie diesen Erinnerung von den grünen Zeit durchhalten will. Da bin ich ja natürlich gespannt. Und gespannt ist bei mir so eine Art Schlüsselbegriff. Dafür werden immer von den Bildern überrascht. Und wenn ein Bild während des Arbeitsprozesses mir nicht überrascht, ist irgendwie nicht so besonders gut. Seine Bilder zeigen rätselhafte Embleme. Sie bestehen aus Farbschichten, die das Dahinterliegende überdecken. Schichten, wie sie sich unter der Oberfläche der Erde verbergen. Fossilien und Versteinerungen werden zu abstrakten Formen. Überreste von Jahrtausenden. Per Kirkeby interessiert die Geschichte der Natur. In Kopenhagen hat er Geologie studiert, promoviert und bei diesem Beruf gelernt, die Natur sehr genau zu beobachten. Er braucht die Natur als Umgebung und Perspektive für die Augen, wenn sie sich von der Leinwand lösen. Vielleicht auch als Inspiration. Das klare nordische Licht ist Erholung für die Augen des Malers.
Naturfarben herrschen vor in seinen Bildern. In dem Gemälde Weltuntergang geben die Blau-, Braun-, Ocker-, Grau- und Grüntöne in horizontaler Anordnung den Eindruck von Schichtungen, an denen sich die Entwicklung der Erde ablesen lässt. Eine Reihe von Baumstümpfen begrenzt den unteren Bildrand. In den 60er Jahren gehörte Per Kirkeby der experimentellen alternativen Kunstschule Ex-Skolen an. Happenings waren an der Tagesordnung. Das Diktat der Schule lautete: Du sollst keine Gemälde malen, das ist ein totes Genre. Und falls du es doch machst, auf keinen Fall allein. Bald verstößt Kirkeby gegen diese Regeln. Auch lehnt er das modische Spontansein ab. Selbst das Wildeste erfordert in seinen Augen harte Disziplin, damit es nicht abgedroschen und banal wird. Er malt seine frühen Hartfaserbilder, die sogenannten Masonitbilder, mit poppigen Collage-Elementen. Hier sind bereits viele Motive angelegt, die er in seinem Werk weiterführt. Berge, Bäume, Holzhütten, Gesteinsstrukturen. Kirkeby braucht Motive, um seine Bilder zu gestalten. Schon damals ist Kirkeby ein Einzelgänger, hält Abstand zu den Zeitströmungen. Nüchtern bleibt er seinen Vorlieben treu. Das Haus oder die Hütte sind Urmotive in Kirkebys Arbeit. Sie kehren wieder in verschiedenen Varianten. Archaische Blockhütten aus großen Baumstämmen, die sich in eine Landschaft aus kräftigen Farbflächen einfügen. Rückblick nennt er das Werk. Ein Rückblick auf die Motive der eigenen Anfänge. Fast abstrakt, wie eingefangen in einer tiefen Höhle erscheinen die gestapelten Holzstämme auf dem Bild aus der neuen Welt. Dunkle Linien überziehen die hellen Flächen wie grobmaschige Netze. In dem Werk Das nördlichste Haus der Welt verschwinden die Formen eines Hauses hinter meanderartigen weißen Linien. Der Titel verweist auf die nordischen Ursprünge Kirkebys. Eisige Kälte vermitteln die weißen Bahnen, die das Haus umfangen. Eine erfrorene, erstarrte Welt, in der eine gnomartige Gestalt wie aus einer alten nordischen Sage geduckt auf dem Dach sitzt. Viel Zeit verbringt Per Kirkeby in seiner Bibliothek. Er schreibt selbst Gedichte, Romane und Texte über Künstler. So hat er Essays über Picasso, Delacroix, Manet, Gauguin, El Greco, Munch und Van Gogh verfasst. Ja, ich meine, Schreiben, das hat für einen Maler etwas Paradoxales. Da versuche ich mir, Sachen klar zu machen. Aber wie ich früher gesagt habe, malen heißt, dass man sozusagen
versucht, den intellektuellen Klarheit zu übertrumpfen. Und wer ist dann Schreiben auf, mit den Malen als Hintergrund? Das ist vielleicht wieder was zurückzunehmen zu einer bestimmten Art von Reflexionsweise. Nämlich das. Und da gibt es natürlich auch Schreiben und Schreiben. Ich habe ja so, wie du sagst, über andere Künstler geschrieben, von kleinen Büchern. Und da habe ich jetzt immer darüber geschrieben, ausgehend von, was nutzt mir? Also wie, ich bin ja kein Kunsthistoriker, da gibt es keine Fairness. Also ich bin ziemlich rücksichtslos und führe meine eigene Biografie drin. Ne? Erinnerung an Expeditionen. Eine der ersten wissenschaftlichen Reisen führt den Geologen in den Norden Grönlands. Regelmäßig erkundet er auch Norwegen und Island, zunächst als Wissenschaftler, später als Künstler. Es sind Länder mit Gebirgsformationen im Unterschied zum flachen Dänemark. Er sieht dort Spuren von Verschiebungen, harte Felsstrukturen, Eruptionen, Motive, die ihn anregen. Ich habe ein paar Jahre gelebt, 3 Jahre glaube ich, als Felsgeologe. Und ist genauso wie man malt. Man geht rum, man notiert, also man beobachtet ganz genau, geht es im Tagebuch rein und gleichzeitig entsteht gewisse Hypothesen. Man ist im Gefängnis von Umgebung, von Natur, man macht Hypothesen und die gehen vielleicht unter, wie also Schichten in meinen Bildern untergeht. Und dann entsteht neue Hypothesen. Und so geht es hin und her. Kristall betitelt er das Gemälde. Ein Gestein aus dem Innern der Erde mit einer klaren Struktur. Die Spitzen des Kristalls leuchten weiß aus den grau-schwarzen, breiten Farbstrichen hervor, wollen sich herauslösen aus dem Dunkel. Die Form hält die ganze Scheiße zusammen, heißt es in seinem Buch Anasco. Die aus der Tiefe leuchtenden Farben, das kräftige Orange, das helle Gelb, geben dem Bild Winter, Gefasstheit und Form. Ein Naturbild? Ein Landschaftsbild? Immer wieder beziehen sich Bildtitel auf Landschaftseindrücke. Immer wieder verbergen Farbschichten eine dahinterliegende Welt. Kirkeby erfasst die Wirklichkeit mit den Augen des Malers und des Geologen. Die schwere Stofflichkeit seiner Malerei überträgt er seit den 80er Jahren auf seine Bronzeplastiken. Sie sind so modelliert wie die kräftigen Pinselstriche seiner Bilder, als seien sie einfach aus der Leinwand ins Dreidimensionale herausgetreten. Schon früh hat sich Per Kirkeby für die Skulptur interessiert, das Verhältnis von Form, Licht und Raum. Eine große und 20 kleine Skulpturen stehen am Ufer eines Kopenhagener Kanals. Auf der reliefartigen Oberfläche lässt das Lichtspiel die unterschiedlichsten Formen entstehen. Das starre Material, die Bronze, scheint zu leben. Die Plastiken formen bizarre Gestalten, Köpfe, Quader und Torsi. Andere seiner Skulpturen stehen groß, sperrig und monumental im urbanen Raum. In einem neuen Kopenhagener Stadtteil erhebt sich Kirkebys Backsteinskulptur wie eine hohe Hauswand mit Fensteröffnungen.
Sie öffnet sich auf der einen Seite zum Himmel, zur Natur, während auf der anderen die Hochbahn vorbeirauscht. Kirkeby, der in Karlsruhe und Frankfurt Professor für Malerei war, hat zahlreiche Backsteinskulpturen für deutsche Städte entworfen. Eigentlich sind das hier für mich eine Art Malerei im Backstein. Also ganz schweren Farbtypen hier ist hier benutzt. Das sind Lichtmaschinen, ne? Hier ist das flache Oberflagge, da fällt das Licht ein Flack. Hier ist so dunkel. Da gibt es andere, wo man eingehen kann. Und da ist oft ein sehr schönes Lichtspiel. Am Bahnhof von Humlebeck an der dänischen Ostseeküste, unweit des renommierten Louisiana-Museums, kann der Reisende durch die Backsteinskulptur schreiten. Ein Labyrinth aus Säulen. Kirkeby benutzt klassische Elemente der Architektur und entbindet sie ihrer Funktion. Ein Gebäude ohne Dach, das nicht einmal vor Regen schützt, aber trotzdem ganz normal aussieht. Kirkeby malt 1996 die Komposition Die Flucht nach Ägypten. Ein Gemälde von ungewöhnlicher Farbigkeit aus rhythmisch angeordneten Flächen. Er beginnt in den 80er Jahren, sich intensiv mit dem Mittelalter zu beschäftigen. Ihn fasziniert, dass die Werke jener Zeit immer einer Aussage dienen, eine Botschaft haben. Bei Kirkeby lässt sich das biblische Thema, die Flucht nach Ägypten, nicht entschlüsseln. Es verbleibt in der Anspielung. Eine Farbsymphonie aus Flächen, hinter denen die feinen Linien zurücktreten. In den Sommermonaten hält sich Per Kirkeby auf der Insel Læsø auf, weit nördlich von Kopenhagen im Kattegat. Früher mit Kindern, jetzt mit seiner Frau. Vor bald 40 Jahren erwarb er dort ein altes Bauernhaus mit dem Namen Habet, was Hoffnung bedeutet. Im Garten begann er in den 60er Jahren mit Backstein zu experimentieren. Wie Ornamente liegen die Skulpturen auf dem Rasen. In seinem geräumigen Atelier malt er, zeichnet und fertigt auch die Gipsmodelle, die später in Bronze gegossen werden. Selbst in den dunklen Wintermonaten zieht er sich gerne in die Einsamkeit der Insel zurück. Ich bin ja so ein Einzelgänger. Also in dem Sinne, ich will sehr viel alleine sein. Das ist, ich bin, den ich bin. Und das ist nicht mehr, das ist nicht mehr zurückzudrehen. Also ich gucke ab und zu in meine Katalogen oder Bücher über meine Arbeiten und dann denke ich, also ja, vielleicht war es gar nicht so schlecht. Und eigentlich bin ich überrascht darüber, wie also bestimmten Zügen und Tricks wieder zurückkommt.
und ich habe immer ein furchtbar schlechtes Gewissen darüber. Aber ich wollte eigentlich so einer sein, die immer Neues macht. Nicht unbedingt vorwärts kommt dafür, das ist ja ein absolut idiotischer Begriff. Sein Gemälde Läsö nimmt die Farben der Insel auf. Malen braucht Zeit und erinnert Kirkeby an die Jahrtausende dauernden Prozesse, die die Erde und ihre Landschaften geschaffen haben. Aus horizontalen Schichten errichtet sich das Bild. Schraffuren, Linien, Formationen. Eine Ahnung von Landschaft, Gräser, Himmel, Sand. Alt zu sein, was heißt das? Das heißt, dass man nicht mehr also im EM-Fußball mitspielt. Aber das heißt auch, dass man eine gewisse Freiheit hat. Also man kann sich erlauben, eine gewisse Arroganz. Alles ist erlaubt. Man kann sagen, ich mal den Bildern so dreckig, wie ich das will. Ich will keine Karriere haben, das ist schon verlaufen. Und alt zu sein, ist ja so ein bisschen abbauen. Ne? Aber komisch genug, beim Malern geht es körperlich geht's so. Die Kurve geht nach unten. Aber die Fähigkeit, also echt bedeutende Bilder zu malen, steigt. Da kommt diese Rücksichtslosigkeit rein. Und das ist eine große Freiheit. Mit jener großen Freiheit malt er dieses im Sommer 2008 auf Läsö entstandene Bild mit feinen Strichen und Schraffuren, die vibrieren, als seien sie elektrisch geladen. Träumte er von Van Gogh, wie damals als kleiner Junge, als er seine ersten Zeichnungen machte? Malen mit Freiheit, das ist wie die Natur, die macht, was sie will, die nichts erfindet. Die grünen Blätter werden einfach gelb, bevor sie abfallen.